kopieren unsere YouTube-Videos, sie kopieren unsere Designs, sie kopieren sogar unsere Webseite. Aber warum macht uns niemand diese eine Sache nach? Warum? Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien e.V. Mein Name ist Jens Rabe und heute greifen wir mal wieder eine Frage auf, die wir in den letzten Tagen bei uns im Coaching hatten. Und zwar geht es da um den Einfluss von Sonderdividenden auf den Optionspreis. Wir haben ja bei uns im Coaching, wo wir ja zweimal in der Woche Live-Trading machen, also immer am Montag, immer am Mittwoch, da handeln wir größere Konten, auch ein bisschen kleinere, aber eben auch relativ große. Und wir machen es ja immer so, dass wir am Anfang immer alle offenen Positionen durchsprechen. Ne? Also wir zeigen dann auch, welche Positionen haben wir, und danach gibt es immer Fragen. Und vor einigen Tagen gab es eine sehr, sehr interessante Frage, und ich muss gestehen, dass ich selbst mit dieser Situation noch nie konfrontiert war. Aber man sollte sich durchaus ja auch über die Dinge mit den Dingen beschäftigen, die einen selbst noch nicht betroffen haben, weil irgendwann wird es ja mal kommen. Und zwar war die Frage: Mensch, was ist denn überhaupt, wenn ich eine Option habe? Jetzt spielt es letztendlich keine Rolle, ob man die Long oder ob man die Short hat. Und wenn dann eine Aktiengesellschaft eine Sonderdividende ausschüttet? Wenn wir normalerweise Optionen handeln, dann ist es ja so, dass die Dividendenzahlungen eingerechnet sind. Ne? Also das wird eingepreist. Und zwar aus folgendem Grund: Es wird also in der Regel sind ja die Dividenden im Vorfeld auch schon bekannt, und das wird das so nach und nach in die Optionspreise eingepreist. Warum? Wenn das nicht so wäre, gäbe es ja einen sogenannten Free Lunch, ne? Also es gäbe einfach zu verdienendes Geld, weil manche ja immer noch glauben, dass es das gibt, aber gibt es natürlich nicht. Stellt euch einfach vor, ihr habt eine Aktie und sagen wir mal, die kostet jetzt hier $80. Und jetzt wäre es so, dass diese Aktiengesellschaft, naja, sagen wir mal, komm, damit wir was einfach machen können, $1 Dividende ausschütten würde. Ne? Das ist die ganz normale Dividende. So, was passiert dann? Am Tag, an dem die Dividende ausgeschüttet wird, sinkt diese Aktie auf $79 aufgrund des Dividendenabschlages, weil ja dieser eine Dollar hier rausgeht und zum Aktionär wandelt. Das heißt, unterm Strich ist das alles gleich geblieben, aber die Aktie bekommt diesen Dividendenabschlag. Das heißt, es ist nicht zwangsläufig, dass die Aktie dann auch fallen muss. Die kann trotzdem selbst an dem Tag steigen, je nachdem, was der Markt macht. Aber eben hier dieser Dividendenabschlag ist dabei. Und es kommt vielleicht der ein oder andere auf die Idee und sagt: Na Mensch, da könnte ich doch am Tag zuvor Call-Optionen verkaufen. Oder aber ich könnte doch Puts kaufen, wenn die Aktie sowieso um diesen einen Dollar fällt. Ne? Nein, alles schon eingepreist. Also da würde man, kann man kein Geld verdienen damit. Ne? Also es lohnt sich nicht. So, jetzt ist es allerdings so, das sind ja die regulären Dividenden, die bei amerikanischen Aktien viermal im Jahr ausgeschüttet werden. Bei den REITs zum Beispiel, also bei Immobilienaktien, ja sogar 12-mal im Jahr. Manche zahlen sogar 13 oder 14-mal im Jahr Dividende aus. Wie ist es jetzt aber, wenn mal größere Summen ausgeschüttet werden? Ne? Also wenn eine Firma sagt: Hey, wir hatten irgendwie einen besonderen Deal, oder wir haben vielleicht eine Übernahme gemacht, oder wir haben irgendwie einen Teil unserer Firma verkauft oder irgendwas, und es ist so viel Geld da, dass wir eine Sonderdividende ausschütten. Das ist jetzt nicht unbedingt die Regel, aber es kommt doch hin und wieder mal vor, und das betrifft auch prominente Namen. Also in Deutschland ist das eigentlich gang und gäbe. Es gab es aber eben auch schon zum Beispiel bei Firmen wie Microsoft, die das gemacht haben. Ich glaube, Anfang der 2000er Jahre, 2004 oder so. Oftmals passiert es auch, dass Aktiengesellschaften, wenn sie zum allerersten Mal Dividenden anfangen auszuschütten, dass sie sagen: Okay, wir schütten eine normale Dividende aus und dann noch so eine Sonderdividende, weil Sonderdividende hat den Vorteil, du musst nicht im Jahr danach gleich wieder machen. So, und jetzt stellen wir uns nochmal dieselbe Situation vor, die wir hier hatten. Bloß, dass wir jetzt sagen: Okay, jetzt schüttet diese Aktiengesellschaft eben nicht einen Dollar aus, sondern sagen wir mal $10. Ne? Jetzt schütten die plötzlich $10 aus. Und jetzt ist auch ja hier wieder anzunehmen, dass man sagt: Okay, jetzt habe ich, jetzt kommt der Dividendenabschlag, $70, ne? Weil ja die $10 an den Aktionär gehen. Gibt es jetzt hier vielleicht die Chance auf den Free Lunch? Gibt es natürlich auch nicht, weil man muss sich ja in folgende Situation hineindenken. Der Inhaber einer Option darf ja niemals schlechter gestellt werden als der Aktieninhaber.
Und stellt euch jetzt einfach vor, ihr hättet mal angenommen einen Call, und zwar einen 60er, und ihr seid den Long. So, was passiert jetzt? Am Tag vor der Sonderdividende hat diese Call-Option 20 Dollar inneren Wert. Strike ist 60, Preis ist 80, innerer Wert 20 Dollar. Das heißt, man dürfte ja diese Aktien jetzt für 60 kaufen und würde noch den Schnaps obendrauf bekommen, diese 20 Dollar. Ne? Also extra jetzt mal ein plastisches Beispiel gewählt. So, und jetzt würde Folgendes passieren. Jetzt kommt dieser Dividendenabschlag. Jetzt dürfte ich ja mit dieser Call-Option immer noch die Aktie für 60 kaufen, aber meine Option wäre ja von einem Tag auf den anderen 10 Dollar weniger wert. Warum? Weil ja hier plötzlich 10 Dollar innerer Wert in dieser Option weg wären. Und das kann natürlich nicht sein. Und was machen die Börsen dann? Wenn es zu solchen Sonderdividenden kommt, dann werden die Strikes angepasst. Das heißt also, die Strikes werden reduziert, in dem Falle auf 70 Dollar, also genau um den Betrag, der hier dann die Sonderdividende ist, werden also diese Strikes angepasst. Das heißt, in dem Falle würden die 60er Calls jetzt 50er Calls werden. Die Strikes würden nach unten gesetzt. Es kann passieren, dass die Börsen sogar nochmal extra, dass sie eine extra Aktienklasse dann einführen. Meistens ist es aber nicht der Fall, sondern in der Regel, also wahrscheinlich in 99% der Fälle, wird einfach nur der Strike angepasst und eben nicht nur von dem, sondern auch von den Out-of-the-Money-Optionen, von den Call-Optionen, die darüber liegen, von den Puts, die darüber liegen, von den Puts, die darunter liegen. Also von allen Optionen werden die Strikes angepasst, damit man einfach den Optionsinhaber nicht schlechter stellt als den Aktieninhaber und natürlich auch, damit man den Optionsverkäufer, weil den würde das ja genauso betreffen, dass man den jetzt auch nicht bevor- oder benachteiligt gegenüber dem Optionskäufer. Ne? Also, weil stellt euch vor, ihr hättet am Tag zuvor einen 80er Call geschrieben. Jetzt kommt die Sonderdividende, die Aktie fällt auf 70. Naja, er hätte sofort diesen Call komplett verdient. Nein, natürlich nicht. Wird auch runtergesetzt auf 70. Es wird einfach alles angepasst. Es könnte irgendein ganz Schlauer kommen und sagen, was ist denn aber, wenn ich jetzt einen 5er Put habe, ne? Oder einen 10er oder einen 5er Call, wird der denn dann auf minus 5 gesetzt? Theoretisch ja, in der Praxis wissen wir doch aber, dass eine Aktie, die bei 80 handelt, keinen 5er Put oder Call hat und wahrscheinlich auch keinen 5er oder keinen 10er Put oder Call. Also es wird dann schon so gemacht, dass das richtig passiert, weil eine Aktiengesellschaft, die so viel kostet, die wird jetzt nicht plötzlich an einem Tag 80 Dollar Sonderdividende ausschütten. Das ist eher unwahrscheinlich, weil dann, wie soll das funktionieren, dass du sagst, ich schütte jetzt den Wert meiner Firma komplett aus. Meine Firma ist 3 Milliarden wert und heute schütte ich 3 Milliarden auf. Wo will man das Geld hernehmen? Also sowas kann nicht geben, müssen wir wieder realistisch bleiben. Okay, also wenn mal jemand Aktien hat, beziehungsweise Aktienoptionen und hört dann plötzlich, da kommt jetzt eine Sonderdividende, keine Panik. Ne? Das alles wird von den Börsen entsprechend angepasst, da werden die Strikes verändert, sodass ihr da keinerlei Nach- oder Vorteil habt. Na klar, kann sich aufgrund der Ankündigung der Sonderdividende der Preis des Underlyings verändern. Ne? Dass man sagt, hier, okay, die Aktie verändert sich, weil man sagt, hey, das ist eine tolle Aktion der Firma, deswegen kaufen vielleicht viele Leute die Aktie nach oder irgendetwas. Aber von der reinen Preisgestaltung, von den Strikes der Optionen, gibt es da keinerlei Nachteil. Ich hoffe, euch hilft dieser kleine Praxistipp auch für die Zukunft wieder. Und danke nochmal an, in dem Fall war es ja eine Fragestellerin aus unserem Coaching, für diese interessante Frage, mit der ich mich dann auch beschäftigen konnte. Wenn ihr mehr über das Coaching wissen wollt, ne, schaut mal unten hier in die Beschreibung. Da ist das alles aufgelistet. Tolle Sache, weil wir da wirklich gemeinsam sehr, sehr viel lernen. In diesem Sinne, ich freue mich aufs nächste Video. Ihr seid hoffentlich wieder mit dabei und bis dahin viel Erfolg an der Börse. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.